Dies ist eigentlich der letzte Raum der Ausstellung mit der jüngsten Arbeit des Künstlers, die Sie hinter mir sehen, die Auseinandersetzung mit dem Situation Room. Ein Konzept, kommen Sie doch bitte rein. Ein Konzept, das wir alle kennengelernt haben durch die Filmaufnahmen von Präsident Obama und seinem Staff, als Osama Bin Laden mehr oder weniger eliminiert worden ist. Plötzlich gab es diesen Begriff Situation Room, dass da irgendwelche Entscheidungsträger über irgendwelche Schicksale offensichtlich fatale Entscheidungen treffen können, und man nimmt halt an, gemeinhin ein Situation Room, da treffen sich mehr oder weniger diese Entscheidungsträger, um über akute Probleme, Notfälle etc. oder auch über die Zukunft zu beraten. Der Situation Room, den Hannes Rausch als Konzept schon jahrelang mit sich trägt, dann hat er für diese Ausstellung realisiert, und da gibt es natürlich den Situation Room für evidente Probleme, ob das der Virus ist, ob das der Planet ist, die Wissenschaft oder mehr oder weniger die Menschheit selbst, aber es gibt auch den Situation Rooms für die Tänzer, für die Schriftsteller, für die Sänger, ja, und natürlich auch für jeden selbst, den eigenen Situation Room, aber es ist ja trotzdem auch immer jedes Individuum betroffen von den Entscheidungen, die dort gefällt werden. Gegenüber eine Arbeit We Don't Need, wo er spiegelverkehrt eben quasi in einer pessimistischen Version all das wiedergibt, was wir eigentlich nicht brauchen. We Don't Need, aber er meint es natürlich im Gegenteil, wir brauchen keine Träume, wir brauchen keine Hoffnung, ja, wir brauchen das alles nicht mehr. Und er arbeitet hier ganz bewusst natürlich mit der Symbolkraft der Materialien, mit dem Blei als Träger mehr oder weniger als symbolische Bedeutung für die Melancholie, mit dem Eisen als für die mehr oder weniger Langlebigkeit, Kupfer als Leiter, Spiegel als Symbol für die Reflexion. Und die letzte Arbeit, die man eigentlich von draußen schon gesehen hat, das ist so eine pessimistische Sicht auf die Zukunft, und ich habe den Skeptizismus des Hannes Rausch bereits erwähnt. Er nennt das Survival Pyjama, weil es ein bisschen so ausschaut, dieses Wesen, das Sie da dargestellt sehen, als wäre das so ein Raumanzug. Das ist das Bärtierchen, falls jemand schon mal von Ihnen davon gehört hat. Das ist wahrscheinlich jenes Lebewesen, das auch in 300 Millionen Jahren uns alle noch überlebt haben wird. Ja, und deshalb sehen Sie auch die unterschiedlichen Warranty Guarantees, 500 Jahre, 250 Jahre bis hin zu Eternal Life. Also wenn es die Menschheit schon lange nicht mehr gibt, wird es nach wie vor das Bärtierchen geben. Das ist mehr oder weniger unsere Zukunft. So, I try now the same in English. This is evidently the last room of the exhibition with the newest works by the artist Hannes Rausch. It's the work Situation Room. The Situation Room is a concept which came into prominence when Osama bin Laden was killed, and we all know the film footage where the President Obama and his staff decided to do so and go into the action. And it's the concept of a Situation Room that decision bearers came together to decide over acute problems, emergencies, and whatsoever. So the concept of the Situation Room work was carried by the artist for many years, and for the exhibition he realized it the first time. So there are Situation Rooms for acute problems of our planet, for our science, for the virus, for the universe, for the seas, but there are also Situation Rooms for the artists, for the dancers, for the writers, for the singers, and for ourselves. Because whenever decisions are made in this kind of on this kind of level, each individual can get in between. So, and then the opposite is a work block called We Don't Need, where he works with this kind of, he works mirror inverted and also in a kind of pessimistic inversion. We don't need hope, we don't need dreams, we don't need, I don't know, science, we don't need kids, even we don't need ties. Yeah, there are humoristic aspects, and there are also, we don't need hope, we don't need dreams, it's what defines us as human beings. And in this piece of work, he works with the symbolic meaning of the materials, using lead as symbol for melancholy, iron as symbol for permanence, copper as symbol for connecting, or the mirror as a symbol for reflection. And the last piece in this room, or even for the exhibition, shows his pessimistic view in the future. It's a piece called Survival Pyjama, and there is a being on this work series. I think it's called Tardigrade, it's Bärtierchen, it's this kind of being which survives mankind for many million years, it's the last thing that will survive when everything goes down, and this kind of shape reminded him on this kind of survival pyjama, like an astral space suit in a way, yeah? So his view on the future is this is all that remains, it's not mankind or our culture, it's more or less the Tardigrade. So, that is not... It's pessimistic view in the future, but we put, if you leave the room, yeah, we put one piece ahead. What if I am wrong? So, let's go to the next question.